So, herzlich willkommen zum Stream, zur Let's Play Aufnahme. Ja, Transport Fever 2. Ich habe schon mal alles geladen und ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass man noch die Deluxe-Version und da die wie hieß die andere Version, die Early Founder Edition, muss man noch speziell aktivieren. Jetzt sind wirklich die entsprechenden Fahrzeuge drin, aktiviert. Jo. Also, dann können wir wieder auf Play machen. Ja, das ist okay soweit. Jetzt muss ich mal kurz noch über die einzelnen Dörfer rüberschauen, weil irgendein Gebäude hat es mir ersetzt. Und ich wüsste jetzt gerade gerne, wo das ist. Und das müsste eigentlich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, eine Busstation sein. Die sehen soweit in Ordnung aus. Hier auch. Was? Ah. So. Hier geht eigentlich auch alles. Ja, der Bahnhof von Madrid. Das ist auch soweit in Ordnung. Jetzt haben wir noch die Seeseite. Aber das sehe ich aktuell wirklich noch nirgends, dass da etwas nicht mehr genommen wird. Doch hier. Hier das. Ich meinte, das dürfte die Mod gewesen sein für. Sieht man die hier noch oder ist die draußen? Die, da die Bus Cargo. wie hieß das? Depot. Ja, jetzt speichere es gerade wieder. Und dann schauen wir mal, was wir hier machen möchten. Gut. Ja, hier ist unter. Bitte, was? Serzfeld. Alter, wie viele sind denn das? Ja gut, da kannst du jetzt einfach mal so abarbeiten, Stück für Stück. 500 hier. Also ein wenig übertrieben, ne? Aber so ganz dezent. Aber das soll jetzt uns nicht stören. Mal schauen, wie es jetzt da in Hogwarts aussieht mit Ein- und Ausfahren. Sieht immer noch sehr gut aus. Das gefällt mir. Ja.
Der geht dann schon wieder. Das ist herrlich, etwas so mit anzuschauen, wenn es einfach einfährt, ausfährt, ohne groß zu stauen. Der hält jetzt wahrscheinlich hier, weil der meinte, ich jetzt irgendwo hier rüber muss, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, genau. Und der kann auch. Verzeiht, wenn ich jetzt wieder da zuschaue, aber ich finde das immer sehr, sehr spannend. So. Wunder, wunderbar. Und jetzt glaube ich, sobald der über die Weiche fertig ist, kann der einfahren, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das dürfte dann jetzt sein. Nicht? Ah, dann ist der TE, genau, der jetzt hier ausfährt. Ja, ein klein wenig staut sich das schon, aber es hält sich ja noch alles im Rahmen. So, jetzt kann der dafür einfahren. Die beiden. Der kann gerade auch noch ausfahren. Also läuft. Gestaut hat sich, sage ich nicht. Und sobald der, dann geht auch der schon raus, genau. Sobald der über die Kreuzung ist, kann der, meinte ich, gehen, genau. Ja, das ist doch wunderbar. Reibungsloser Betrieb. So. Ja, gut. Also, was machen wir? Wo waren wir? Das letzte Mal war ich ja hier bei, wie ist es, Bohren. Haben ja noch als letztes die TGVs auf den Weg geschickt. Was machen wir jetzt? Jetzt habe ich ja noch irgendwas mal noch im Kopf gehabt, meinte ich. Von irgendwas hier hinten durch. Ja gut, jetzt ist dann sowieso eigentlich jetzt der Bau richtig Hochplateau, dass man da über die Hochebene kommt auf die andere Seite. Das dürfte jetzt eigentlich unsere nächste Baustelle sein. Ja. Ist schon ewig her, dass ich da drin war. Deshalb bin ich jetzt so. Ja. Also. Nicht mehr ablenken lassen, sondern arbeiten. Wie kommen wir jetzt auf da hinten hin? Ohne hier das Gleisfeld wirklich in das komplette Chaos zu stürzen. Mal ganz ehrlich, es wird nicht ein einfaches Gleisfeld. Weil wir doch ein wenig ja, diverse Möglichkeiten mit einbinden sollen müssen.
Also, dann zieh erstmal Schienen. Hier hinten. So. Jetzt brauche ich. Haben wir hier bei den. Ich meinte, ich habe die Mod immer noch nicht geholt. Dafür aber einen neuen Bahnhof. Den möchte ich mal kurz noch anschauen. Konfigurieren. Ja, der möchte gerade den nicht. Gleise, 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 Gleise. King's Cross. Bin ich jetzt da? Weiter zurück. Am besten mit. Juhu. Also das ist durchaus einen interessanten Bahnhof. Nur schade hat es hier nichts. Ja, das war jetzt nicht der Plan, aber das Einzige, was mich jetzt gerade verwundert, es sieht jetzt so dermaßen doch aus, als hätte es eine Busstation bei. Vielleicht kommt das in einem späteren Update noch. Yep. Also eigentlich wollte ich Gleis vor Felder machen und lenke mich schon wieder total ab. Okay. Signale, Wegpunkte. Ich meinte, war das. Nein, das, was ich im Kopf habe, so, da die Unterführung, Überführung für Zuggleise, die habe ich nicht. Dann müssen wir das uns ohne die Modifikation selbst zurecht basteln. Also, wir müssen schauen, dass wir hier einerseits ein wenig unten durchgehen, ein wenig darüber. Und dann wird es hier einen Tunnel geben. Und dann werden wir hier möglichst schauen, dass wir für die Intercity-Züge eine möglichst rasche Strecke bauen. Die S-Bahn in der Regio kann ein wenig, ja, ich würde so Zielsetzung etwa 100 Stundenkilometer noch zu haben setzen, wo man dann auch über Wermelskirchen die S-Bahn noch halten lassen kann. Und dann denke ich, wollen wir das in Langweißbach, den Kopfbahnhof, hinsetzen, um von dort aus den Anhaltspunkt zu haben. Ich meinte, ich hätte ja noch einen gehabt. Das war ja eher so der Durchgangs. Naja, Durchgangsbahnhof. Der ist nice, aber klein.
Also ich weiß, ich habe später noch was. Aber da muss ich mal kurz die Zeit vorspulen, um zu sehen, ob das etwas ist, was uns hier gut dienen könnte. Also wir haben 1983. So. Jetzt, wenn ich Curved Station, das sind Durchfahrtsbahnhöfe. Das ist Durchfahrt. Na, komm jetzt. Jetzt wieder natürlich, weil wir so einen massiven Zeitsprung haben, muss es natürlich einiges laden. Jetzt muss der natürlich auch noch geladen werden, aber das soll uns nicht stören, weil das ist halt doch ein sehr hochdetaillierter Bahnhof. Der wäre schon geil, aber nein, das war das Falsche. Ich hätte einen anderen Bahnhof anklicken sollen. Ja, jetzt ist es. Ah. So, jetzt noch mal schauen. Das sind jetzt einfach so S-Bahnhöfe. Das sind diverse Depots. Nee. Gut, also wir haben da per se nichts, was uns wirklich hilft oder helfen kann. Was ich aber machen könnte, das wäre, anstatt dort den Haupt also den größeren Bahnhof für die Verteilung zu machen, machen wir den hier hinten, und zwar mit dem. So. Es wäre eigentlich hier wirklich passend, aber ich muss die Firma kurz so, dann muss ich noch kurz schauen. DB. Straßenbahngleise können wir machen. Ich möchte dann die normalen, die ohne. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie der Bahnhof hier aussieht. Aber das könnte wirklich eine Lösung sein. Nicht die optimalste, aber eine Lösung.
komm schon. Ja, Riesen-Map, großer Bahnhof, sehr detailliert. Da musst du schon mal kurz rechnen, ne? Ransegmühle. Oh. Jo. Ich muss den versetzen, weil der ist für das hier viel zu groß. Weil den müssen wir anders hinsetzen. Weil noch mit den Untergrundgleisen. Okay. Ach du meine Güte, da hat sie noch seitlich. Ja, weg mit dem. Da kann ich ja noch wieder die passende Industrie, das war ja Papiermühle. Ja, so. Ach, komm jetzt. So. Oder was? Nicht das, sondern die Papiermühle zu. Nee. Ach, keine Ahnung mehr. Also, dann machen wir hier zwar die Runterfahrt, eine Splitterung, aber ich würde sagen, jetzt muss ich wirklich, verzeiht, wenn die Folge jetzt dann noch wenig produktiv ist, aber ich würde das hier durchschlängeln lassen. Würde hier durch. Das wird nicht einfach. Und vor allem müssen wir um die sechs Trassen bauen. Ich werde jetzt zuerst mal einfach eine Intercity machen. Aber wo und wie mache ich das am besten? Wenn ich hier durch das ist nicht einfach hier über das Gelände etwas Passendes zu sehen, wie man bauen möchte. Gut, ich mache jetzt zuerst mal hier das Gleisvorfeld. Dann haben wir einfach mal etwas angefangen und sehen mal einen ersten Erfolg. Gut. Gut, dann machen wir hier. Mal sehen, ob das funktioniert. Gut, dann
So, dann bitte auch gleich wieder nach unten. Und dann ich mache einfach hier mal so kurz ein Stück, dass man das hier anschließen kann. Etwa so. Ja, etwa so. Und dann muss ich schauen, wir haben ja gesagt, etwa mit 100 Stundenkilometern, ob es jetzt dann so 1-2 km/h mehr oder weniger sind, spielt nicht die große Rolle. Und dann geht es hier ein wenig durch das Massiv und dann müssen wir uns irgendwie auf den Berg kämpfen. Doch geht. Von weitem hat es eher so ausgesehen, als würde es sehr knapp werden, aber das geht. Also, mal flach rein. So. Machen wir auf die 160. So. Ja, das sind Megaprojekte da. So. Ach, was ich wieder machen kann. Vorhin waren wir ja noch 1983. Lass mich raten, jetzt ist genau die Schiene ist dann weg. Macht nichts, nehmen wir einfach die. Und dann wird es relativ witzig. Mal schauen. Wir nehmen mal ach, das waren doch die nur muss da. Da ist noch 180. 120. 225. Das sind U-Bahn 180. 250. So viel Auswahl. Ja, wieso nicht das? Das passt mir. Nehmen wir. So. Sodele. Dann, welche war das jetzt wieder?
Ja gut, hier, wenn es nur 100 geht, kann man auch mal ein wenig gemächlicher das bauen.